Hallo West Wing, willkommen bei mir zu Hause. Ich bin Moschte, bin Architektin und zeige euch heute meine kleine Stadtwohnung in Köln. Also hier befinden wir uns in dem Hauptwohnraum. Hier chille ich mal, schaue abends ein Filmchen, trinke gern Kaffee auf der Couch und in dem Raum passiert aber auch noch mehr. Und zwar habe ich hier auch noch meinen Homeoffice-Platz. Ja, vor allem war es mir wichtig bei meiner Einrichtung, dass ich Möbel nehme, die sich meiner Alltagssituation anpassen. Das heißt, vor allem bei der Couch hier, habe ich die Möglichkeit, sie verschieden zu stellen. Wenn ich Besuch bekomme mit Freunden, stelle ich sie anders. Aber wenn ich zum Beispiel abends einen Film schauen will, stelle ich sie so, dass ich meine Füße hochlegen kann. Und vor allem bei den Tischen habe ich darauf geachtet, dass es nicht was überdimensional Großes ist, sondern eher leicht ist, aufgeteilt in mehreren Bereichen, wo ich auch mal rechts neben meinem Sofa eine Abstellmöglichkeit habe für meinen Kaffee oder für ein Tellerchen, und es einfach nicht in einer großen Fläche ist. Wir gehen jetzt zu meinem Homeoffice-Bereich. Der befindet sich auch in dem großen Wohnbereich. Und als 2020 dann Corona kam, musste schnell ein Homeoffice-Platz her. Und da habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, wie ich das integrieren kann in diesen kleinen Raum. Und da kam ich dann auf die Idee, meine Fensterbank zu erweitern. Und somit habe ich selbst ein Brett designt und so geschnitten, dass ich praktisch eine Erweiterung der Fensterbank habe und am Ende dieser Fläche meinen Homeoffice-Platz habe. Den habe ich zusätzlich auch noch mit verstellbaren Füßen ausgestattet, damit der ergonomischer ist und ich auch mal im Stehen arbeiten kann. Ja, und zusätzlich habe ich noch eine Fensterbank gewonnen, die viel mehr Platz hat für Abstellmöglichkeiten, Deko, aber ich schmink mich auch morgens immer dort, weil da einfach super Licht reinfällt. Ja. Also diese Wand seht ihr tatsächlich jetzt auch zum ersten Mal. Die haben selbst Freunde von mir noch nicht gesehen, weil die ganz frisch ist. Das habe ich jetzt in der letzten Woche umgesetzt und ja, auf jeden Fall Tipp auch an euch. Scheut euch nicht vor Farbflächen oder auch Muster. Das ist eine Wand, die man öfter mal anschaut und man möchte sie gerne anschauen und da kann man schon auch mal sich was wagen. Es gibt tatsächlich noch eine Sache, die nicht ganz fertig ist, und das ist meine Deckenleuchte, die noch nicht hängt. Ich bin mir noch unsicher, was hier am besten passt in den Raum, aber vielleicht habt ihr eine Idee, welche ich hier einsetzen könnte. Schreibt's drunter. Also, wie ihr seht, habe ich hier tatsächlich nur eine Kommode, wo meine Bettwäsche und Handtücher verstaut sind, aber wo ich meinen ganzen anderen Kram habe, das zeige ich euch später. Also bleibt dran. Und jetzt gehen wir zu meiner offenen Küche, die an den Wohnbereich angrenzt. Die Küche habe ich mir selbst konfiguriert und bei der Auswahl war es mir tatsächlich wichtig, auch eine schlichte, zurückhaltende, aber moderne Küche auszuwählen, die natürlich farblich auch zu meinem Gesamtkonzept passt. Das ist tatsächlich das Herzstück meiner Wohnung. Ich liebe die Küche, die ist direkt ein Eyecatcher und bis heute habe ich mich noch nicht satt gesehen. Ja, und beim Konfigurieren war es mir auf jeden Fall auch wichtig, eine Geradlinigkeit zu haben. Das heißt, alle Griffe in die gleiche Richtung zu wählen, dass das einfach nicht unruhig wirkt im Auge. Was mir auch wichtig war, keine Hochschränke zu nehmen, weil Hochschränke einfach den Raum immer kleiner machen. Und ich habe einfach nicht so viel Fläche, also habe ich das offener gehalten. Habe ich dann gelöst mit einem Brett, wo ich dann ausgewählte Stücke, ausgewähltes Geschirr nehme, was Eyecatcher sind, und diese dann auch so ein bisschen als Deko-Objekte wirken zu lassen. Falls ihr es schon bemerkt habe, ich habe tatsächlich keinen Ofen,
Aber ich habe einen zusätzlichen kleinen Ofen, den ich mir auf die Platte stellen kann, anschließen kann an Strom. Und auch da passt eine Tiefkühlpizza rein. Bei der Wand hier wollte ich tatsächlich die in einer Farbe streichen, weil ich nochmal wollte, dass die Küche an sich sich nochmal ein bisschen absetzt. Und da gibt es eigentlich auch eine spontane, lustige Story zu. Als ich die angefangen habe zu streichen, habe ich dann unten angefangen und wollte praktisch die Ränder am Ende machen. Habe dann eine kurze Pause gemacht, habe mir das alles von Weitem angeschaut und dachte mir, sieht ja eigentlich gar nicht so schlecht aus, so unfertig. Und deswegen fand ich das ganz cool und besonders und habe das dann auch so gelassen. Und das habe ich tatsächlich dann auch im Wohnzimmer hinter der Couch wiederholt. Und ich mag es sehr. Und kleiner Tipp für die Ordnungsliebhaber. Nutzt immer Behälter oder Gefäße, die ihr dann gerne auch beschriftet. Und so wisst ihr auch, was drin ist. Aber es ist einfach schöner fürs Auge. Und jetzt zeige ich euch mein Schlafzimmer. Hier verbringe ich auch an Wochenenden gerne einfach länger Zeit im Bett, trinke meinen Kaffee hier gerne und habe auch darauf geachtet, dass es hier gemütlich bleibt, dass es zurückhaltender ist, was Farben angeht, schlicht, gedeckte Farben. Und dieses Möbelstück mag ich besonders, weil das auch so ein bisschen dieses Wiener Geflecht und diesen schwarzen Charakter widerspiegelt, was ich im Wohnzimmer habe. Ja, und Pflanze ist Must-Have für diesen Raum. Bei den Bildern muss es auch nicht immer der klassische Standard sein mit dem Aufhängen. Also es wirkt auch, wenn man einfach in verschiedenen Größen die Bilder nebeneinander auf den Boden stellt, ist auch schon was sehr Besonderes. Und jetzt nehme ich euch mit in mein Bad. Mein Badezimmer befindet sich links vom Eingang, wenn man reinkommt. Und da der Raum einfach recht klein ist und nicht so viel Stauraum bietet, habe ich hier die Wände genutzt. Hier habe ich ein Gitter dran gehangen, wo ich mit Regalböden arbeiten kann, die dranhängen kann und somit den Stauraum praktisch an die Wände projiziere. Den Heizkörper benutze ich, wo ich mit magnetischen Behältern arbeite und diese dann dran mache. Und einer der Hauptgründe, warum ich so clean in den Räumen bleiben kann, ist tatsächlich, weil ich einen kleinen Stauraum habe. Und da befinden sich all die Dinge, die ich auch mal im Alltag nutze, wie Putzzeug, Staubsauger, die einfach nicht so schön wirken würden in den Räumen und die mich stören würden in meinem Auge. Die habe ich alle darunter untergebracht. Und aber auch die habe ich versucht irgendwie zu strukturieren und zu ordnen im Sinne von einheitlichen Behältern, wo dann das ganze Putzzeug drin liegt und alles in Regalen zu verstauen, sodass das auch dort für das Auge nicht wild wirkt. Und wenn euch mein Look gefallen hat, könnt ihr den gerne bei West Wing nachshoppen. Link findet ihr in der Infobox unten. Und das war es erstmal von mir. Tschüss!